Hallo und herzlich willkommen wieder zu Quest Out mit dem Sherlock. Hi. Hi. So, Sherlock hat ein kleines lustiges Fahrzeug mal gebaut. Ja, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Und ich habe ja mal, damit ich auch in seinen Powerscore quasi reinkomme, mal dieses Ding hier zusammengeschustert. Und solange ich noch ein bisschen brauche für die Reaper, habe ich jetzt mal die zwei Whirlwinds verbaut, weil die sind ja dann später weg. Reaper fehlt nicht mehr viel. Also nur noch echt ein paar Elektronics. Noch um die 100 Stück, 105, 50 Kupfer und, naja, 300 Drähte, aber das ist relativ einfach noch, sag ich mal. Darum hauen wir gleich mal ein paar Drähte rein. Drähte. Und Fahrerkabine, ich habe mir mal aus dem Pyromania-Event quasi die Bat geholt, quasi die hier. Zwar sacke teuer gewesen mit 650 Schrott, also für mich war es teuer. Weil ich permanenten Schrottmangel habe, aber ich muss sagen, die Kabine fetzt, also die ist jetzt nicht verkehrt. Ah, ich hätte mich trauen müssen, ich hätte mich nie gesehen. So, wo stehst du denn? Da bist du. So, jetzt müssen wir mal begutachten, ich hoffe, wir werden nicht gleich angegriffen von hinten. Oder mal ab da. Oh, so ein schickes Auto, oder? Das ist nicht schlecht. Ja, hier nehmen wir uns. Der LV-8A, wirklich da. Aber ist möglich. So, was hast du drauf? The Reaper hast du drauf? Ja. Sieht ja aus wie so ein kleiner Jeep, ja? Ja, soll einer sein. Okay. Mit einer wundervollen Lache. Ah, okay. Was hast du noch drauf außer Reaper? Eigentlich nur Reaper und zwei verbesserte Passivspiele. Ah, okay. Also die kann eine Weile schießen, bevor sie heiß läuft. Ey. Ja, du standst im Weg. Weg, was im Weg? Ihr steht da wieder im Wege. Wollen wir weiter geradeaus fahren, weil ich glaube... Ja, wir möchten jetzt langsam Videos. Ja, die Caption schon ganz schön, ja? Die kleinen. Komm, geh bitte an hier. Ja, pass auf, ich kriege dich. Wo denn? Ich schubbe dich zur Seite. Ich hab dich eiskalt, aber links überholt. Ah, Quatsch. So. In die Mitte. Ja. Yep. Das sind Türme, pass auf, das sind Türme. Sind alle weg. So, da vorne fehlt einer. Ah ne, das ist unser. Naja, okay. Der Name wurde mir sehr spät angezeigt. Ich habe jetzt auf unseren eigenen erstmal geschossen. Das ist gut. Ja. So. Das ist der Eisverkäufer. Wir sollen nochmal Eisrad drücken. Ja. Was, Eisverkäufer? Da wird ein Eisbiete dran hinten da. Achso. So, Timmy, mach mal weit. Und der hat hinten keine Reifen mehr. Au, da kommen sie. Au. So, einer ist weg. Ja, die eine Echse habe ich dann mal rumoperiert. So, der olle Turm da muss weg. Der nervt mich noch. Ist da noch ein Ecke hier? Ja, der muss da irgendwo. Ne, da sind zwei Türme. So, die sind beide weg. Aber der muss hier noch in der Ecke stehen. Ja, der Absetzer muss irgendwo in der Ecke stehen. Da kommt er. Der Fliegebärt. So, der Fliegebärt hat aber gerade. Schlechte Karten, der jagt sich in die Luft. Ja, geh weg, und spring runter. Okay. Nee, der hat mich vorher erwischt. Ah, okay. Ist egal, ich habe nur eine Waffe. Da kommt noch ein Fliegebär. Oh, da kam einer. Da kam einer. MVP. Ah. Ah. Dabei war ich doch gar nicht so gut. Naja, nee, doch. Naja, deswegen. Also Whirlwind habe ich eigentlich ehrlich gesagt noch nie großartig gespielt, ihr habt. Mal gebaut zum Testen, ja, aber ansonsten nie wirklich gespielt. Da wird's ja mal Zeit. Ja, der Fahrer müsste ja eigentlich der Perso ist echt der Beste sein, ja. Weil der hat ja einmal diese Drehgeschwindigkeit ein bisschen und ein bisschen mehr Schaden. Ja, ich glaube, einen anderen Fahrer gibt's dafür auch gar nicht. Also der jetzt noch besser werden könnte. Immer einen richtigen Fahrer dabei haben. Ja, darauf achte ich doch sehr dolle eigentlich. Und mit der Farbe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt mit dieser goldenen Schlangenhaut. Ich glaube, die habe ich mal geschenkt gekriegt, wo es denn quasi in der Early Access Phase reinging. Oder okay. Ja. Ja, ich habe ja den Tornlook hier, den militärischen hellen Tornlook. Oder Wüsten Tornlook heißt das. Wüstentornlook. Aha.
Aber ich müsste trotzdem gleich mal, oder irgendwann nachher, oder nächste Folge quasi, mal auf Maschinengewehr kurz umbauen, weil da bräuchte ich noch zwei Gefechte und dann hätte ich noch eine Mission fertig. Das fährst du mit meinem Vortrag, aber du hast ja wieder das Übliche. Und wie zufrieden bist du mit deiner Kiste? Ich habe überlebt, oder? Ja. Was hast du aber ja, für eine Kabine? Ich sehe da gar nicht so richtig eine Kabine bei dir. Die hast ja, ja so gut eingekleistert. Ja, das ist immer. Hier, da hinten kommen welche. Ja, ich kann sie dir mal. Ich, na, oder ich warte, bis du. Ich werde das Fahrzeug deiner Galerie mal. Naja, ich warte einfach, bis du abgeschossen wirst. Und, ach so, dann sehe ich ja deine Kabine auch. Nö. Ich lasse mich direkt gleich abschießen und dann ist Feierabend. Ach so. Direkt gleich. Naja, ein bisschen Schaden konnte ich machen auf der Entfernung. Das ist ja dann, damit rechts können. Ja. Darauf warte ich eigentlich die ganze Zeit, dass sie von hier kommen. Achso, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir hier beide gestanden haben und der Typ da um die Ecke kam und sofort One-Hit war? Ja. Ich hab mir das nochmal ganz genau angeguckt, ja, das sah so legendär aus. Ja, nicht auf mich. Bleib doch mal stehen da! Jetzt treffe ich dich, aber jetzt kommen da Paare. Oh! Oh, erinnert sich an die. Oh, was, wo kam das denn jetzt her? Ich war One-Hit, aber ich weiß nicht von was. So, ich war weg. Was war das gerade? Von hinten? Ja, aber was? Vielleicht eine Tsunami wieder. Ich bin einfach nur in die Luft geflogen, ich hab nichts gesehen. Ja, ich glaube, da hat einer eine Tsunami. Da war nämlich 8 Taucher mit drinnen. 8 halb oder so. Ach, Mann. Und da ist dann doch, guck mal, wenn wir mit 6000 kommen. Nee, doch nicht. Oh, doch, 8-3 oben. 8-3, ja, na gut, dafür hatten sie ein paar 5er. Na gut, aber. Ja, aber trotzdem, also wenn ihr jetzt fast 2000 PS mehr, das könnte schon fast 2 Tsunami sein. Ja, also es soll ja jetzt das neue Update bald rauskommen. Also ich glaube, wenn das Video rauskommt, ich glaube, dann könnte das Update sogar schon da sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wann das genau rauskommt. Aber das Update sagt ja, dass die Strukturen quasi neu strukturiert werden. Das heißt, auch was Waffen angeht. Ja, weil man ja alleine, also ich habe Fahrzeuge, die alleine komplett ohne Waffen schon 5000er Powerscore haben. Das ist manchmal nicht. Ja, ja, also es ist manchmal sehr leicht zu erreichen. Ja, darum. Und das wollen sie halt beheben, dass dann quasi die, ich sage mal, legendären Waffen auch dann wirklich auf legendäre Waffen treffen, sage ich mal. Das finde ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr nice. Wir machen ja Kreuzfeuer, ne? Genau. Au! Ey! Wie kriege ich denn deinen Schaden mit dir? Weil der hat auf dich geschossen und hat mich getroffen. Hinter, ja, ich seh's. Oh, der muss ab. Mensch, die Waffen wollen noch nicht runterfallen, ne? Jetzt ist ja, er doch, weg. Doch. Mein Gott, da ist noch einer hinter uns. Das hat er sich. Da kommt noch einer. Ja, ich bin weg. Er hat zweimal die Echse. Au. Ich wollte gerade hoch. Mit Sprengung hochnehmen. Okay, der hat aber gut Schaden kassiert. Nase juckt. Ist er weg? Ne. Wer ist denn jetzt da weg? Beide weg, okay. Au, nee, der ist auch noch. Oh, ich hab gedacht, der ist weg. Spiel mal dein Co-Pilot. Ja. Dahinter ist auch noch einer so. Ja, der vielleicht. Brennt schon, der Kollege. Der hat der Quasar. Oh, der jagt ja. Sich in die Luft. Was könnten wir noch gewinnen? Sieht wieder. Ja, da hinten steht einer und will da ein bisschen snippern. Au. Schafft der auch anscheinend. Hast du dein hier Fernrohr mit Buch? Nein, ich habe kein Fernrohr dabei. Was geht dabei? Oh, da hinten ist schon wieder einer, der. Der wollte fliegen. Der wollte fliegen, genau. Oh, hier würde da einer MVP werden. Wer denn? Na, du? Ich? Ach Quatsch. Also, was wollen wir jetzt hier raus können? Überall rumgeschossen. Hauptsache gewinnen und überleben. Das ist. Mindestens 6 Hilfen haben wir. Hauptsache überleben und gewinnen. Das, dann kriegst du noch ein bisschen Benzin. Genau, so schön. Ich wollte gerade sagen, fährst du eigentlich mit Benzin? Ja, das gewöhne ich mich mittlerweile an, dass ich das jetzt jedes Mal mit reinbaue. Ja, gut, noch dran, warst du. Sieht's denn aus? Was ist noch dran? Naja, da fehlt noch ein bisschen was.
Nee. Aber war jetzt nicht so verkehrt, sag ich mal. Ja. Ne? Der zweite hat direkt auf meine Waffe geschossen. So ärgerlich. Ärgerlich? Ja, ärgerlich mit seiner Schrotflinte da. Oh, was? Zwei, drei Salven drauf gewesen, da macht man die Rieger irgendwann mal weg. So, wo fahren wir denn lang? Du bist da, ich bin hier. Au. Wer ist denn schießt auf mich hier? Der Poli. Ich fahr anders, aber nicht. Also ich glaube, der Poli, der beschwert sich gleich. Au. Ja, siehst du, ich wusste es. Ich hätte es gemacht, oder? Sie zeigen zweimal den Weg gestanden. Ja. Gibt's da eigentlich noch die von der Autokanone, also von der Whirlwind, gibt's da auch noch mal eine legendäre Form eigentlich von? Nee, es gibt bloß noch die nee, etwas kleinere. Ja. Ja, die kenne ich ja, die blaue quasi. Ja, ich bin gerade nicht auf dem Namen, der ist eine Reaper, glaube ich, oder? Nee, Repair. Ja, genau. Oh nein, es hat mir einen Schuss eingefangen. Du schießt immer ganz gefährlich mit dem komischen Armbrustbolz. Ja. Oh, geht doch mal weg, du komischer Dresdner. Er ist bei mir jetzt Dresden. Oder der andere fehlt. Au! Den habe ich kassiert, auf volle Kanne. Mann, jetzt. Au! Ich stehe ja so ungünstig, ich kriege die ganze Zeit vorne volle Kanne ab. So, hab wenigstens mal Ekel gemacht. Hat er gewusst, dass ich da gleich in die Ecke komme. Also ein paar Flanken hier vorgeben. Au! Pfeile, ja, die ziehen doch in komplett. Von der rechten Seite her. Ja. Was? Welcher ja, brennt da? Der brennt da schon die ganze Zeit. Ne, ich bin auch gleich Käsekuchen. Ich hab hier leider hier. Ich hab gedacht, ich krieg die noch mit, aber ich. Ne, keine Chance. Mann, oh meine. Guck mal, die brennen da alle Beete schon. Ja, aber ich kann nichts machen. Da von rechts hat mit Reven weggeschossen von vorne und dann kommt nochmal ein Armbrustschuss von hinten. Der hat aber drei Stück gerade da oben drauf, du. Das ist gut, wenn sie das wirklich machen mit den Waffen. Aber gut, die Armbrust ist ja ein bisschen lila eine Waffe. Die ist wirklich overpowered, die scheiß Armbrust. Ja. Aber ich würd die gerne mal selber bauen. Na, die, oder? Nee, kann man nicht bauen. Nee, noch nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Nee, ich weiß gar nicht, ob es in einer neuen Fraktion drin ist, aber selbst nicht. Mm-mm. Leider nicht, das, leider nicht. Das, was ich noch weiß, die haben bloß den komischen Fasswerfer nach vorne oder so. Der Fasswerfer. Warte. Ich kann da mal ganz kurz eine kleine Info rausklopfen. Oder warte, mach ich gleich zwischen den Dings. Ich habe da nämlich was geteilt auf Facebook. Und zwar den neuesten Dev-Blog. Da stand das da alles schön perfekt drin. Ich fahre auch gleich los, es geht gleich los. Wieder mal. Naja, wieder mal was blättern. Ja, also. Ja, wir können einfach fahren, das kannst also du auf Facebook habe ich da unter Bumble.gaming, nochmal kurz Schleichwerbung zu machen, habe ich das da reingehauen. Also, man kommt einen neuen Motor, ja, den Oppressor heißt er. Dann hast du da einen Phoenix, das ist, ich glaube, eine Fahrerkabine. Wer schiebt mich denn hier? Achso, du! genau, dieses dieses Katapult hast du dabei. Und neue Reifen, die heißen Bigfoot. Ich gucke hier gerade. Das war's, glaube ich. Komm mal zurück vom Bundle. Hier kommt gerade eher noch. Ja, jetzt konzentriere ich mich wieder auf das Spiel. Jetzt habe ich kurz. Quasi von der linken Seite. Ja, also da. Fahrerkabine, Motor. Ach, da. Fahrerkabine, Motor und Reifen. Und dann halt die Bad-Kabine kommt noch dazu. Au. Und hier diese Schrot da, diese fette Schrot, diese Einschuss-Schrot. Mhm. Ja, und hier dieses Skinner quasi. Was man ja jetzt schon in das Pyromania-Event kaufen kann. Mhm. Au. Bin mal hochgefahren an der Base.
Ich stehe gerade in seine kleine Zange. Wenn ich jetzt nach vorne fahre, dann schießen zwei auf Mick. Au! Jetzt hat er Mick, der Schweinehund. Der fährt jetzt in die Base? Ja, der ist da weg, der ist da weg. Ich auch mal. Okay, ich komme jetzt in die Base, jetzt habe ich wieder freie Bahn. Der Peter hat mir den gemutzt. Der Peter! Der Geisel. Der Geisel Peter! Da ist er. So, mein Freund. Oh, der Peter schon wieder. Peter! Mann! Dieser Bot-Mopser. Dieser Peter. So, und jetzt nach vorne fahren, wa? Peter, das kennen sie. Ja, ja. Ach, sitzen hier rumgammeln, ne? Ja, ja. Bot, dann immer der Roma Camper. Oder Camper. Echt, ey. Will er noch den Brian auch noch kriegen hier? Wo ist ein Brian? Ich sehe keinen Brian. Keine Ahnung. Also, im Pep kann er nicht stehen. Da hinten ist einer. Da, ja. Ah, der versteckt sich in der Base. Irgendeiner von denen. Die, wahrscheinlich der Guppi. Und ein Flieg. Ne, ein Fliegebär ist das nicht, okay. Das ist einer von uns oder. Welche Namen ploppen heute irgendwie so spät auf, finde ich. Ja, ja, da. Ja, immer drauf hier. Gib ihn Salz. Da ist Peter! Der Peter! Peter! Der Peter! Im Herd, du. Peter, lass das da sein. Ah, der Guppi ist tot. Aber Brian lebt doch! Alle auf Brian! Ach, die Waffe weg! Ja, okay! Das war so live auf Brian! Dieser Peter! Der Geisel! Oder drei Kills! Und alle gemaust! Oh, du bist ja! Du bist ja ein Mann! Naja, kommst du! Dieser Peter, du! Ja, ich bin ehrlich gesagt doch sehr zufrieden mit der Kiste! Ich auch, also ich hätte es gar nicht mal so gedacht. Also ich bin auch überlegen, ob ich es mehr abspeichere. Wenn ich Reaper baue, habe ich keine Whirlwind mehr. Das ist jetzt ein kleines Dilemma. Ja. Aber ich habe die kleinere Variante, habe ich noch dreimal. Dann nehme ich halt die. Warte also mal, die beiden großen haben 10 Energie insgesamt und die drei kleinen haben 12. Okay. Das Fahrzeug ist sauber. Dann müsste ich auch eine andere Fahrerkabine draufschneiden, dann würde es wieder gehen. Wo bist du? Wo bin ich? Ich bin hinter dir. Achso. Ich bin hier und du bist da. Ich huck dich mal an. Ach ne, lach dich an. Warte, hupen. Lach oh, was hab ich an. Denn da? Hörst du diese Hupe? Ja, das komische Gequäke hier. Ja, genau das Gequäke. Das habe ich ja noch gar nicht gehört. Das ist ja neu. Guck mal, da stehen rote Punkte. Ah, ist ein Fliegebär mit, Mit hier, Dings hier, mit, hier Armbrust. Ah, oh, Mann, Reif hab ich geschossen. Da hast du Game Squad. Boah, hier sind gleich viele. Ja. So, einer ist weg. So, jetzt mache ich hier den, komm, Abkühlzeit. Lockvogel? Nein, ich habe keine Waffe mehr. Mann. Oh, der hat sich in die Luft gejagt. Den hab ich weggeschossen. Bin ich weg. Ja, der blöde Armbrust, Mann. Braucht ihn. Der Armbrustmann und dahinter steht noch einer mit drei, hier die kleine Execute hier quasi. Hinter dir. Naja, ja, das war's. Ja. Da siehst du meine Kapitel ganz kurz. Da vorne Erik. Vorne er und hinten Nick. Das hat sich gerecht. Ja. Wolfgang. Wolfgang. Ja, Wolfgang. Ja, Wolfgang. Naja, mein Gott, haben wir halt verloren, ne? Ja, aber wir waren immerhin noch, also haben wir total. Ich würde sagen, eine Runde können wir noch und dann würde ich nochmal auf mein Maschinengewehr umbauen, damit ich die Mission auch fertig kriege. Ja. Ich muss da noch zwei Missionen mit Maschinengewehr abschließen. Soll ich das Fahrzeug behalten oder machen wir hier... Ja, ich würde das Fahrzeug auch behalten. Ich würde nur die Whirlwind runterschmeißen und keine Ahnung, eine Minigun oder sowas mit drauf zwiebeln. Sonst hätte ich ja noch zwei andere Fahrzeuge vorstellen können. Nö, können wir so lassen. Die kennst du ja schon, aber du hast ja die passenden Materialien manchmal. Nee, ich habe ja nicht alle da. Dann muss man ja auch nach und nach erst erformen ein wenig. Und bumm. Ja! Beziehungsweise, ich bin drauf! Ich bin da, komm, nimm mich mit! Nimm ich mit! Das habe ich schon mal spaßeshalber mal probiert. Ja, wie so eine Rampe, weißt du, wo du rauffahren kannst und dann nehme ich den quasi mit. Dass einer macht das Schutzschild und der andere schießt dann quasi.
Aber der untere, der den mitnimmt, der muss, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, der muss ja sehr, sehr stark motorisiert sein. Ja, weil da muss aber ich glaube, das ging damals nicht. Der ist nicht raufgekommen oder ist jedes Mal wieder runtergebackt, wenn ich losfahren wollte. Ja, der muss dann, glaube ich, irgendwie mit vorwärts fahren. Ja, so. Das ist doch sehr schwierig. Eine 100er Schelle gleich gegeben mit dem ersten Schuss. Hat die Sessen. Den am Stil? Ja, den Stil, wie Remover war. Das ist schon der Erik. Naja, vorne Ehren hinten ich. Genau. Bin da dran an der Sache, aber ich treffe ich nicht. Oh, ich treffe ihn bei Salves hier. Oh, der hat nichts verloren, keine Reifen. Die Geschütze fliegen langsamer als der Gegner fährt. Das ist immer ein bisschen, musst du immer ein bisschen vorziehen. Da ist Remover. Ja, ich bin von hinten, also. Gut, ich bleib von vorne. Ja, okay. Ich nehme mal die Zange. Er hat das Schwertfisch, der schießt mich gleich kaputt. Der. Ja, der ist auch gleich kaputt. Gut. Geht doch. Der Digga auch ganz schön hinter uns, da oben. Da auf dem Berg. Wieso brennst denn du schon wieder? Hast du den Grill angeschmissen? Ja, der hat mit seinem Schwert, mit seiner Goblin. Au! Mit seiner Goblin hat er mir doch einen Schaden zugefügt, der Kleine. Hui, da war dann knapp daneben. Ich hab noch 16 Leben. Da kommt einer von der Seite. Munitionsprobleme. Munitionsprobleme, okay. Ja, das ist eine Reaper. Reaper gegen Reaper. Ich bin weg. Hinter dir, der macht gleich, aber. Ja, ich bin jetzt weg. Ja, bitte. Du bist der Letzte. Ja, das war wie immer zu erwarten. Ich hab extra gesagt, der Letzte, ja? Ja, das war noch hilflos. So. Gut, ich würde sagen, für diese Folge wartet, ich baue das Ding jetzt mal ein bisschen um. Auf Maschinengewehre und dann hauen wir da die zwei Missionen noch durch, dann ist das auch vom Tisch, ne? Und dann können wir noch ein bisschen Drähte formen, würde ich sagen. Da bräuchte ich ja auch noch mal so einige. Ja. Gut, ja. Meine Freunde, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut, tschüss. Ciao.